Das stört sie, glaube ich, am wenigsten. Dann kann ich dieses Abwasser auch eigentlich ausbauen? Ne, die kann ich nur schließen. Ja, die ist schon ein bisschen randvoll, die Kapazität. Und hier? Alles klar. Was muss ich jetzt hier machen, damit ich hier auch mit dem Abwasser klarkomme? Muss ich bestimmt was anbauen, oder? Kann man nichts anbauen. Hier, was ist das? Igitt, hier ist noch mehr Abwasser drin. Erhöhen Sie die Kapazität Ihrer Kläranlage, damit sie nicht überläuft. Ja. Warum denn? Die ist ja noch nicht mal richtig angeschlossen hier scheinbar. Da läuft noch nichts durch, wieso nicht? Ah, die müssen jetzt mal Leute einstellen. Ja gut, dann stellen die jetzt mal Leute ein, dann kann das natürlich funktionieren. Boah, ja, das ist, das muss auch, da muss auf jeden Fall was getan werden jetzt. Das schaffen die Abwasserrohre natürlich nicht mehr. Das ist klar. Ja. Oh, das, jetzt läuft das Ding. Okay, ja, oh ja, da, oh ja, oh jetzt, guckt euch das an. Wie das abgepumpt wird jetzt. Herrlich. Ja, jetzt kann der auch wieder richtig arbeiten. Das ganze Abwasser fließt hier die Hauptstraßen lang. Und wird alles rausgepumpt. Das funktioniert jetzt wieder sehr gut. Also da brauchen wir erstmal jetzt keine Gedanken machen. Mit dem Klärwerk schafft das schon. Das wird richtig gut werden. Das entlastet auf jeden Fall die beiden Abwasserrohre. Und was ist hier mit Wasser? Die Stadt wächst so schnell. Wir kommen gar nicht hinterher mit der Produktion von allem. Ja, hier ist keine Straße mehr, wo ich noch Wassertürme hinbauen könnte. Was ist das hier für ein Gebäude? Ist das was Wichtiges? Ist das was Wichtiges? Was ist das? Freies Unternehmen. Freies Unternehmen. Tschüss, freies Unternehmen. Ja, wir brauchen eine Straße, die wir jetzt da herführen. Und zwar die hier. Zack. Ich würde mal sagen, so. Und dann an der Stadtgrenze lang. Und dann noch bauen wir noch zwei Wassertürme hin. Das Problem, wie wir hier zu kämpfen haben, ist ja echt unglaublich. Passt nicht dahin? Ja. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof, ne? Machen wir mal das nochmal weg. Aber einen kriegen wir doch dahin, oder? Da kriegen wir noch einen hin. Upsi. Habe ich ein Gebäude abgerissen. Egal. Was haben wir hier? Pumpstation. Du hast mit der großen Erweiterungsanlage zur Wasserförderung können auch etwas dazu verdienen, indem du das zusätzlich wertvoll lässt und benachbarte Städte. Ja, alles klar. Aber dann muss ich mir die Wasserkarte nochmal angucken, ne? So. Ja, hinten gibt es nämlich überall kein Wasser. Kann ich hier? Nee, das wäre ja schön gewesen. Hier vielleicht? Außerhalb der Stadtgrenzen, ja. Schade, hier wäre dann. Hier ist so ein idealer Standpunkt. Da können wir Geschäfte machen, machen wir eine große Pumpstation hin, oder? Aber die kann man dann nicht erweitern. Ist das Problem. Wenn ich die hier empflanze, kann man die auch nicht erweitern, doch wenn wir die Straßen abreißen. Macht die direkt die Pumpstation? Ich glaube nicht, ne? Boah, wie das hinten alles was solches ist, wo die Fabriken sind, ja? Das sieht man alles schön, richtig dreckig. Aber gut, wir kriegen quasi sauberes Wasser, das reicht uns ja. Ja, ich weiß, dass ihr Wasser braucht. Ich baue das Ding auch irgendwo hin, hier vielleicht. Hier so weit nach rechts, wie es geht irgendwie. Ja, ich denke mal, da kann man das hinpflanzen. So, dann kriegt ihr jetzt wieder bald frisches Wasser, wenn da Leute drin wohnen. 36.000, die Stadt wächst aber auch und wächst und wächst und wächst und wächst. Ich habe gar nicht mehr den Überblick jetzt hier. So. Jetzt wollen wir jetzt mal die Straße ein bisschen weiter bauen. Jo, wir bauen hier eine Straße raus. Und zwar können wir die hier bauen. Hier rüber, dann wird das aber sehr befahren werden. Wir ziehen hier eine Straße hoch. So wie es gehört, die ganz normalen Felder hochziehen. Oh, das ist nicht angeschlossen. Also ein bisschen krumm geraten, ne? Aber gut, passt trotzdem. Hier müssen wir ein bisschen Platz lassen. Ich denke, das lassen wir alles fürs Abwasser Platz hier. Also wir machen hier noch die Verbindung her. Die Verbindung passt nicht. Kann man hier irgendwie raus? Ne, hier kann man nicht mehr raus. Hier ist einfach... Hier kann ich vielleicht raus, dann muss ich ja dieses eine Gebäude abreißen. Was machen wir jetzt einfach mal? Also darüber. Darüber. Und darüber. So, das lassen wir mal frei für dieses Wasserding hier. Straße ein bisschen hoch belastet, ist okay. Kann man mit leben. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Wohngebiet hier hin, hinten hin. Muss da was in die Mitte gebaut werden? Wie groß werden die Gebäude so, wenn die mal groß werden? Schon so, ne? Das ist schon, das kann schon groß werden. Soll ich das so lassen oder soll ich da noch eine Linie reinziehen? Ah, das ist jetzt die Frage. Hier löschen sie. Ich weiß ja auch nicht. Hier lasse ich so groß und hier
Ich glaube, jetzt ziehe ich aber noch eine Straße rein. Boah, das ist aber schon sehr schmal, ne? Ich glaube, das ist zu schmal. Ich glaube, wir lassen das mal so groß. Das müsste eigentlich hinhauen. Hm. Hier sind natürlich jetzt Geschäfte. Da wollte ich, wenn ich da jetzt auf der anderen Seite Wohngebiete pflanze, ist ja egal. Das können wir ja machen. Und da auch noch. Und dann würde ich das jetzt hier noch erweitern wollen. Mit der Straße? Hohe Dichte, ne? Ja. Jetzt machen wir mal hier so ein Kästchen. Machen wir hier so ein bisschen breiter. So, Straßen laufen. Und noch ein paar Querstraßen reinbauen. So, also diese beiden hier zumindest. Einfach damit sich der Verkehr nicht ganz so staut. Ja, und dann würde ich versuchen, von hier aus eine Straße rüber zu bauen. Die läuft zwar so ein bisschen schräg dazu, aber das macht ja nichts. Boah, jetzt haben wir bald alles zugebaut mit Wohnungen. Hier wohnen einfach nur Leute. Ja, da muss ich was abreißen, sehe ich gerade. Also das da weg und das da weg, ist kein Problem. Haben wir noch mehr Städte, Häuser, die weg müssen? Die verlassen sind? Ne, hinten die großen sind alle wunderbar. Hier entwickelt sich alles. Sehr gut. Abwasser immer noch nicht bereinigt, so? Wieso nicht? Der eigentlich ist noch überfüllt, oder was? Was ist mit dem hier oben? Da kommt ja kaum was an. Warum? Das fließt alles jetzt ziemlich dahin. Na, hier oben gibt es eine neue Verbindung. Da werden schon was abgepumpt werden, hoffe ich. Müssen wir noch mal im Auge behalten. Auf jeden Fall. Ja, ich will jetzt hier noch ein bisschen... Wir brauchen mehr Industrie. Interessant. Die sollen doch woanders arbeiten gehen, habe ich gesagt. So, Wohngebiete. Industrie ist ja hinten wohl nur genug, oder? Mehr Industrie braucht ihr nicht. Ich muss ja hier irgendwie ein bisschen wahren, dass ich... Was war da für ein Menschenauflauf? Egal. Dass ihr weit von den Wohngebieten weg seid. Also da... Aber Abwasser, das macht mir immer noch Sorgen. Wieso? Was denn hier mit den Gebäuden? Abwasser ist doch bei 5%. Ja, wo ist jetzt das Problem? Aha. Was? 1 Million pro Stunde. Was kann man? Den kann man Abwässer verkaufen. Ja, kauf mal. Alles klar. Was haben wir noch? Nicht genehmigt, nicht genehmigt, nicht genehmigt. Alles gut. So, vielleicht können wir jetzt ein bisschen Abwasser her werden, wenn wir das an die Nachbarn verkaufen. Wir sollen ja miteinander interagieren. Dafür haben wir ja die verschiedenen Städte. Aber ich finde das schön. Die schönen, also Fabriken sehen ja auch schon gut aus. Hier der Kran, das ist ja... Das ist ja eine Riesenfabrik, wird das ja. Mein Gott. Ja, da können dann mit Sicherheit einige Leute drin arbeiten. Ich kann mal eben hier die restlichen Straßen hier unten noch updaten. Ah ne, das ist, glaube ich, nicht zum Updaten gemacht, oder? Weil das ist ja eigentlich die Straße, die... führt nur hier hin. Und doch, die kann ich noch updaten. Die gehören ja quasi nicht zum Stromkraftwerk. Oh, die Fabrik riesig. Schon schön. So, Abwasser. Was ist denn jetzt mit dem Abwasser hier? Ja, das meiste fließt einfach irgendwo hin. Das sieht so gut aus, wenn es da oben hinfließt. Irgendwas backt hier noch rum. Das ist alles hier hinfließt. Das ist doch überfüllt. Hier passt nicht mehr hin. Ist überfüllt. Und hier... Das ist noch ganz okay, aber die Anlage da oben wird kaum beliefert, ne? Aber es wird jetzt besser durch diese Straße, die ich hier oben hingelegt habe. Fließt jetzt auch da was hin. Naja, müssen wir noch ein bisschen beobachten. Müsste aber eigentlich so ausreichend sein. Ableitung von, Umleitung vom Abwasser nach Indo-City. Ja, so ist das schön. Soll er so machen. Fließt das jetzt hier unten raus, oder was? Ne, weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Oder über den Bahnhof. Irgendwie ist das komisch hier mit meinen Abwasserrohren, dass das nicht so funktioniert, wie ich das haben will. Kann ich hier vielleicht noch ein Abwasserrohr noch eins hinsetzen? Einfach nur um... ja, mache ich jetzt einfach. Dann geht da zwar das Gebäude weg, aber... Ich muss dieses Ding hier irgendwie entlasten hier. Das ist ja schrecklich. Oder muss ich hier oben vielleicht ein Abwasserrohr hinsetzen? Einfach nur... Ich will das nicht in die Stadt reinsetzen. Soll schon alles hier rüber gepumpt werden. Hier noch ein Abwasserrohr hin, oder wird das was bringen, ist die Frage. Das fließt ja eh alles zu diesem einen Rohr hier. Und dann fließt es vorbei und fließt dann da hoch. Interessante Sache. Verstehe ich nicht so ganz. Ich baue einfach noch eins hier hin, fertig. Gucken, was passiert. Nimmt sofort Kapazität auf, wie geil.
Ach, vielleicht entlasse ich das jetzt das andere einfach sauber. So, gut. Was ist hier? Krankenhausschutz. Der ist natürlich nur hier hinten. Da ist er gut, aber alles andere ist natürlich... Wir müssen hier jetzt erstmal unsere Stadt erweitern. Wir haben schon fast 40.000 Einwohner. Mein Gott. Wie schnell das geht. Was brauchen wir denn noch? Mehr Krankenwagen? 31 von 62 pro Tag versorgte verletzte Skins. 34 von 61. Also wir haben auf jeden Fall zu wenig. Wir müssen also noch ein paar Patientenzimmer bauen. Dahin. Hilft alles nichts. Wir müssen hier anbauen. Und dann bauen wir hier noch ein paar Krankenwagen hin. Die kosten natürlich einiges, aber... So, wir pflanzen einfach hier so ein bisschen rundum, damit die überall schnell erreichbar sind. So, dann haben wir unser Krankenhaus ziemlich fertig ausgebaut. Hier machen wir noch ein Schild aufs Dach. Da steht jetzt irgendwas mit Krankenhaus wahrscheinlich drauf. Und dann ist das schon wieder fertig. Ja, jetzt ist der Schutz natürlich ein bisschen mehr gegeben. Reicht natürlich noch lange nicht, weil hier hinten in dieser, ich nenne es mal Vorstadt, gibt es natürlich noch kein Krankenhaus. Da müssen wir natürlich noch verbessern. Und der Feuerwehrschutz ist natürlich... Ja, hier ist Feuerwehrschutz da, hier hinten nicht. Also wir müssen generell hier hinten noch alles mögliche hinbauen. Und da werden wir mal hier hinten eine große Feuerwehrwache hinbauen. 20.000 oder das hier, 85.000. Große Feuerwache. So, und die bauen wir jetzt irgendwo hier hinten hin, dass der Schutz hier auf jeden Fall richtig gegeben ist. Sprich, die bauen wir hier hin, dann ist die bis unten hin. Genau, na, so ziemlich. Was hier oben für Nebel, na, ist ja egal. Wie weit geht das noch da oben? Ich will das ziemlich mittig bauen von der Karte einfach. Das ist... so, das ist, müsste ungefähr hier sein. Den machen wir halt einfach hier hin. Ist mir egal, ob da jetzt ein paar Wohnhäuser drauf gehen. Dafür haben wir eine ziemlich geile Feuerwehrwache. Die jetzt hier so, ne, mit Turm oben drauf. Bam. Schönen Feuerwehrschild. Kommt hier vorne hin. Nicht genehmigt, brauchen wir auch noch nicht. Was ist das hier? Büro des Brandschutzbeauftragten. Was macht der denn? Die Feuerwehrinspektor besucht in der Stadt Häuser, Fabriken und Läden. Die inspizierte Orte sind mehrere Tage lang vor Bränden geschützt. Ah, die 20.000, die sind, glaube ich, gut investiert. Die wohnen mal gegenüber, würde ich sagen. Oder wohnen die direkt daneben? Da direkt daneben, perfekt. Was ist hier? Garage für Löschfahrzeuge, 15.000. Ja, da werden wir noch ein paar von brauchen. Einfach nur, damit die auch raus können hier immer. Dann brauchen wir gleich zwei. Achso, die müssen immer vorne und hinten gleich rausgehen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Nö, so. So, da habt ihr jetzt, das ist die Feuerwehrwache. Feuerwache. Das ist eine große, moderne Feuerwehrwache. Herrlich. So. Auf jeden Fall ist jetzt hier der Feuerwehrschutz hier hinten gegeben. Wunderbar. Jetzt werden wir auch gleich mal... Das Abwasser, das ist immer noch nicht perfekt, oder? Was ist hier mit dem Strom? Schluss mit den Stromausfällen. Gebt uns Energie. Ja, okay. Also, wir haben Stromausfälle. Interessant. Da ich auch mehr als genug... Ne, mehr als genug kann man nicht sagen. Verdammt, wie viel Strom ich verbrauche. Ihr braucht... Die Sims, ihr wächst zu schnell. Das heißt, ich werde hier hinten nochmal eine neue Stromquelle anlegen müssen. Hm, was sauberes am besten. Kohlekraftwerk ist bestimmt sauber. Mit Solar? 8 MW. Spitzenzeiten. Ja, tagsüber, ne? Ja, jetzt Ausbautechnik ist hier nicht so viel gegeben. Ja, weil ich hier nicht mehr viel machen können, ne? Wir erholen das mal. Mit ein paar Solarzellen. Also, das ist hier ein Schild, ne? Schild stellen wir hier auf. Zack. Und dann haben wir hier noch, können wir hier Flächen anbauen. Zu wenig Simoleons. Wie kosten das? Ah, 16.000, okay. Ja, jetzt stehen wir wieder ohne Geld da, wie immer.